Bei den Mordermittlungen zu den 39 bei London in einem LKW-Anhänger gefundenen Leichen hat die Polizei zwei weitere Personen festgenommen. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, beide 38 Jahre alt, hieß es. Ihnen werden Menschenhandel und Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen, so die Polizei. Unterdessen werden die Toten obduziert und die Ermittler versuchen herauszufinden, wer die Verstorbenen genau waren. Klar ist bisher nur, dass sie aus China stammen. Dies ist ein langwieriger Prozess, denn dazu muss man das Vertrauen der Angehörigen der Opfer gewinnen, die sich hier im Land aufhalten, damit sie sich melden, denn auch ihr Aufenthaltsstatus ist vermutlich ungeklärt. Der Kühlanhänger war in der Nacht zum Mittwoch per Schiff aus dem belgischen Seebrugge in den englischen Hafen Purfleet gekommen. Dort wurde er an eine aus Nordirland stammende Zugmaschine angeschlossen. Der Fahrer, ein Nordire, wurde festgenommen und bleibt wegen Mordverdachts weiter in Haft. Im Moment wird vermutet, dass die Menschen in dem Kühlanhänger erfroren sind. Bestätigt ist das aber noch nicht.